Du hast keine Lust mitzuspielen, hä? Das meiste waren bisher 50 Stiche an einem Tag. Man gewöhnt sich an den Schmerz. Eine Brennnessel tut mir mehr weh als ein Bienenstich. Das allererste, wenn ich früh aufstehe, ist das Radio an. Sonst komme ich nicht aus der Hefe. Wenn man ein Schaf in der Elbe hopst und man muss das Lamm irgendwie wieder aus der Elbe rausholen, dann spielt man auch mal Baywatch an der Elbe. Ja, aber Tierwirt, ich sag mal so, einmal gibt es unseren Fachbereich Schäferei. Rinderproduktion, dann Imker. Geflügelhaltung gibt es natürlich auch noch. Schweineproduktion. Man kann die Ausbildung in einem Betrieb machen, das heißt also in einer richtigen Imkerei. Oder man macht die Ausbildung in einem Institut. Rinderhaltung heißt auf die Gesundheit der Tiere achten, melken, Kälber großziehen, besamen und die Reproduktion von Kühen. Bienen führen heißt also, die Völker werden von mir bepflegt. Ich schaue nach, wie es dem Volk geht. Versuche, Missstände oder Krankheiten zu beseitigen. Es gibt so viele Sachen in dem Beruf des Schäfers, was toll ist. Die Arbeit mit den Schafen, mit den Hunden. Wahrscheinlich auch, weil ich den Nervenkitzel brauche. Man lernt Hummeln kennen, weil die Hummel arbeitet mit der Biene ganz viel zusammen. Man lernt Wetter kennen und so weiter und so fort. Jetzt neben so einem großen Bullen zu stehen, das ist dann auch wieder ein anderes Gefühl, als neben einem kleinen Kalb zu stehen. Im Deich siedeln sich halt, wenn keine Schafe drauf sind, Wühlmäuse an. Und die zerwühlen den ganzen Deich. Der Deich wird marode, bricht beim nächsten Hochwasser. Kommen Schafe drauf, treten sie die Mäuselöcher zu und verdichten so die Erde. Das kann kein anderes Tier so wie der Schaf. Am Anfang habe ich mir gedacht, boah, wenn man bedenkt, aus so einem kleinen Kalb wird so ein großes Tier, sag ich jetzt mal. Diese kleine Biene, die fliegt bis zu 5 Kilometer in jede Himmelsrichtung. Das ist wahnsinnig viel, das kann man sich kaum vorstellen, diese kleine Biene. Also man kann schon sagen, ich habe geholfen, ein Leben jetzt mal auf die Welt zu bringen. Schaf bietet Wolle als Produkt, Fleisch. Man kann zum Beispiel Lammwurst draus machen. Die Biene, die ist überall. Also wenn man sich hier so eine Wabe vorstellt, die Wabe hier, die besteht aus Bienenwachs. Und wenn man mal auf viele Gummibärchenpackungen schaut, als Trennmittel wird dort oftmals Bienenwachs angegeben. Man kann natürlich auch noch Felle draus machen, nachdem das Schaf geschlachtet wurde. Ich bin Unternehmerin als Schäferin. Man muss zusehen, wie man seine Produkte am besten vermarktet kriegt. Wenn man sich vorstellt, dass in Deutschland gerade nur 20% des Honigs auch selbst produziert wird, ist da noch ein großer Markt offen. Durch die Qualität des Futters von uns erreichen wir hohe Qualität bei der Milch, erreichen wir hohe Qualität beim Fleisch. Wenn man eine ordentliche Qualität produziert, dann kann man natürlich auch das dementsprechende Geld dafür verlangen. Wenn ihr zum Beispiel nach dem dritten Lehrjahr merkst, Kühe sind jetzt nun doch nicht so meins, sagst du, boah, ich probiere es mal bei den Schweinen. Man kann auch Tierpflegerin werden. Man hat so ein sensibles Händchen und Gefühl für Tiere. Also man kann Biologie studieren. Und vor allem auch in der Landwirtschaft kann man fast in jede Tiersparte reingehen. Du weißt, du schaffst was, nicht nur für dich, sondern auch für die Leute um dich herum. Man lernt diesen Beruf, weil das eine Leidenschaft ist, denn das ist einfach, das ist kein normaler Beruf, das ist eine Berufung, finde ich.